Rose Fröhlich, echter Patientenfall, drei Mahlzeiten, eins, zwei, drei. Darf ich hier zwischendurch snacken? Fragezeichen, darf ich oder darf ich nicht? Sagt mir mal, kann ich da Schokolade essen? Kann ich da Käse essen? Darf ich, wenn ich abnehmen will, bei drei Mahlzeiten zwischendurch etwas essen? Und hier sollen ja Pausen entstehen. Was sagt ihr dazu? Wie lange sollen die Pausen sein, damit ich in die Gewichtsabnahme gehe? Schreibt mir mal in die Kommentare. Ihr Lieben, Antwort kommt. Echter Patientenfall. Na, ihr wisst ja, ganz viele könnt ihr abonnieren und das Plus wegmachen, je nachdem, wo ihr mich seht. Und jetzt nochmal zurück. Also, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und eigener Praxis. Und ich habe immer wieder die gleiche Fragestellung. Was ist mit drei Mahlzeiten? Darf ich hier zwischendurch grasen gehen? Darf ich hier zwischendurch essen? Ist hier Snacken überhaupt erlaubt? Ist das sinnvoll? Ist das nicht sinnvoll? Also, müssen wir vielleicht erstmal einsteigen in die Thematik. Wenn ich drei Mahlzeiten esse, sind diese Berge der sogenannte Blutzuckeranstieg. Das heißt, wenn ich leckere Sachen esse, die Kohlenhydrate enthalten, sowas wie Süßigkeiten, Schokolade, Eis, sowas wie Nudeln, Reis, Kartoffeln, aber vor allen Dingen nicht die Kohlenhydrate, Kartoffel, Reis, Nudeln, die machen nämlich meistens einen langsameren Blutzuckerverlauf. Es kommt mal darauf an, wenn ich eine verarbeitete Struktur habe, also Kartoffeln, eine Bratkartoffel zum Beispiel, oder gestern hatte ich eine Patientin mit Kroketten, dann habe ich immer den Verlauf mit mehr Fett, dass der Blutzucker sozusagen stärker ansteigt an der Stelle. Oh, hier also umgekehrt malen ist hier auch noch nicht so ganz einfach. So, habe ich jetzt gesunde Kohlenhydrate, Vollkornnudeln oder habe ich eine Pellkartoffel, dann habt ihr sozusagen immer diesen langsameren Blutzuckerverlauf. Also Kohlenhydrate erstmal per se sind nicht schlecht und die zweite Struktur ist, die Menge ist entscheidend. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Teller von Nudeln esse, habe ich ganz viel. Esse ich nur eine Handvoll Nudeln, habe ich sozusagen einen langsameren Blutzuckerverlauf. So, aber zu den Zwischenmahlzeiten zurück. Oh Mensch, dann ist es so, dass man hier in der Regel 5 Stunden Pause machen sollte und vor allen Dingen auch hier. So ist die Originalstudie. 1, 2, 3 Mahlzeiten und wenn ich 5 Stunden Pause mache, dann die nächste Mahlzeit nehme, 5 Stunden Pause mache und die nächste Mahlzeit nehme, dann kann ich eventuell mit 3 Mahlzeiten abnehmen. Aber das Problem ist, dass ganz viele hier am Nachmittag oder manchmal hier morgens gar keine Frühstücksmahlzeit haben oder gar keine Mahlzeit wollen, sondern erst hier anfangen und dann zwischendurch essen oder eben die Zeitverschiebung haben. Das heißt, an der Stelle ist die Frage, können die was zwischendurch essen oder nicht? Ja, können sie. Und zwar immer dann, wenn ich es hinbekomme, dass ich mit der Mahlzeit hier gar keinen Blutzuckeranstieg. Ne? Ich kann jetzt nicht so gut malen, aber wenn ich, aha, kurz mal gucken, Leute, ne? Wenn ich hier sozusagen einen flachen oder sozusagen gar keinen Blutzuckeranstieg hinbekomme. Und das sind zum Beispiel immer solche Sachen wie Käsewürfel, wie Salami-Sticks, weil ich an der Stelle eben keinen Blutzuckerverlauf habe. Ja? Ich habe zwar einen Fettanteil, einen Kalorienanteil, das ist alles richtig. Aber es ist so, dass es den Zucker nicht erhöht. Auch Frischkäse, Quark, körniger Frischkäse, was fällt mir noch gerade ein? Mozzarella zum Beispiel. Das sind Eiweißquellen, die ich zwischendurch essen kann, die den Zucker nicht erhöhen. Auch das Gemüse. Jede Art, roh, gekocht, gegart, aus der Dose, tiefgekühlt. Ihr könnt ganz viel Gemüse hier zwischendurch essen. Ihr könnt es ja auch mit einem Kräuterquark mixen zum Beispiel. Ne? Möhrchen und dann zack rein in den Quark und weg damit. Dann habe ich die Möglichkeit hier auch von Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei sozusagen es zwischendurch zu essen, weil das den Blutzucker nicht erhöht an der Stelle. Gemüse habe ich ja schon gesagt, die Hülsenfrüchte machen auch einen langsameren Blutzuckeranstieg. Mais zum Beispiel wird immer diskutiert, der macht gar nicht so viel Blutzuckeranstieg. Deswegen kann ich hier zum Beispiel eben, das gehört ja die Hülsenfrüchte sozusagen auch zum Gemüse, das heißt Erbsen, Linsen, kann ich gerne, wenn ich möchte, zwischendurch essen, weil sie einen langsameren Blutzuckerverlauf machen. Also ihr Lieben, und das gleiche gilt hier für abends auch, wenn ich also eine 3-Mahlzeiten-Ernährung mache, mit der gut klarkomme und ich zwischendurch aber doch essen möchte, weil der Abstand hier am Abend oder am Nachmittag zu lang wird oder ich hier nochmal Appetit habe, kann ich sozusagen Lebensmittel einbauen, die den Blutzucker nur langsam oder sozusagen gar nicht erhöhen. Und an der Stelle habe ich dann eine 3-Mahlzeit,
mit Zwischenmahlzeiten. Natürlich ist es so, dass die Zwischenmahlzeit eine Mahlzeit ist. Ja, wenn ich den Käse einbaue, habe ich ja trotzdem eine Mahlzeit. Und die Leute landen dann nämlich nicht bei einer 3-Mahlzeiten-Kost, sondern an der Stelle tatsächlich mit Zwischenmahlzeiten bei einer gesunden Mischkost, die auch empfohlen wird, nämlich 1, 2, 3, 4, 5, vielleicht auch noch eine 6. Mahlzeit wegen Spätmahlzeit. Also ihr Lieben, Essen nicht vergessen. Ja, und es gibt Dinge, die da draußen erzählt werden, die nicht immer stimmen. Ihr Lieben, ich übe immer noch mit meiner neuen Kamera. Ich muss dann nochmal, ja. Ich hoffe, euch geht's gut, habt einen schönen Tag und ganz liebe Grüße. Und denkt dran, plus weg abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Ganz liebe Grüße und habt einen schönen Tag.